Ich sehe dich nicht. Ja, Lordi, hier sind wir. Ich sehe dich nicht. Hier sind wir. Hier. Genau. Jetzt geht's. Was wollten wir sagen? Wir haben letzten Samstag und vorletzten Samstag haben wir mal ein bisschen technische Durchsicht gemacht bei den Schleppern. Wir haben je nach Bedarf Getriebeöl gewechselt, Motoröl, Ventile eingestellt. Dieselfilter. Dieselfilter. Alles, was so eigentlich mal überraschend sein und passieren kann. Zum Beispiel ist das ein Albtraum, wenn du jetzt vor der Beregnungspumpe die haut der Keilriemen weg. Das möchte man bei einem wassergekühlten Träger nicht erleben. Ja. Das ist scheiße. Ja, ein Luftgekühlter findet das auch nicht witzig, wenn der unter Belastung ist. Naja, und dann haben wir das mal alles ein bisschen durchgeguckt. Und man muss sich ja wundern, wie das Getriebeöl nach 4-5 Jahren aussehen kann. Gerade beim Porsche, der hat 84 Stunden gemacht, seitdem wir den restauriert haben. Ja, 2014 restauriert, wir haben jetzt auch schon 2019. Und das ist schon sehr so karamellartig, ne? Also ja. Kein Öl, das war eher Wasser, was da drin war. Ja, und das war beim 204 genauso, obwohl das da eigentlich vor einem Jahr getauscht sein sollte, wo wir ihn zugekriegt haben. Ja, da waren ja richtige Klöße. Da war auch Späne im Getriebe. Ja. Das haben wir richtig gespült. Das muss man immer wieder. Wir hatten ja hier, Michi, du kannst auch mal herkommen. Wir hatten ja hier sogar die ganze Platte runter. Ja, haben das Steuergerät mal in meine Seite genommen und haben das hier komplett. Du konntest von oben richtig rauf gucken. Und dann hast du das ja auch noch schön sauber gemacht mit Bremsenreiniger, ja, und wieder gespült. Wieder durch. Und dann haben wir uns ja mal die Mühe gemacht. Da sagtest du, Mensch, hol mal einen Kaffeefilter her. Und da haben wir die Soße da mal durchlaufen lassen. Denn siehst du, was für Restbestände in deinem Getriebe rumschmieren. Auch unten hängt hier eine Ablassschraube Magnet dran, was da dran war. Ich meine, ein bisschen ist ja normal Abrieb, aber, ja, aber das waren ja... Ja, aber so eine Suppe. Ne. Gut, aber... Ja, Ventile haben wir hier auch gemacht. So, dein Gummi auf. Ja, mach mal das Gummi auf, die gute Haube. Sieht man hier neue Schrauben, neue Dichtung. Die waren sehr, sehr verstellt. Hört man jetzt auch richtig. Läuft wieder schön rund. Aber wir müssen ja sagen, wir haben da einen sehr netten Kollegen, der wirklich sowas beherzigt, der da auch wirklich ein Gespür für hat. Wie machen wir das? Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ganz toll. Ja, das da musst du eben einen haben. Du musst ja auch eben das richtig einstellen können, wenn du das diese selber Pflege, machst. Ja, oder ich sag mal, ich weiß nicht, ob du da ein Bild von hast. Diesen kleinen Vorfilter, Dieselvorfilter. Wie voll war der? Das war beim 205, ne? Ja. Ey, wenn Leistung abgefordert wird, der muss auch Bergstoff rein, ne? Das ist einfach so. Ja, und die Zeit läuft so schnell, wir sind jetzt schon im Januar. Ratzfatz stehen die Böcke wieder vor der Berechnungspumpe oder werden mal gefordert oder nimmst sie mit. Und ob der Träger 30 Jahre alt ist oder noch älter, es ist egal. Die müssen einfach gewechselt werden, ja, mal die Öle. Und da sollte man auch nicht ansparen, denn... Also ich sag mal so, wie wir beide, wir hören das. Auch den Bulli, den hatten wir auch eben zum Service, Öl wechseln. Oder beim Träger. Du hörst das, wenn der frisch ist, der läuft irgendwie so geschmeidig. Richtig schön so. Ja, richtig schön. Ich denke auch, dass wir bei diesen, gerade weil da so viel Dreck in war, nächstes Jahr nochmal neues Öl drauf machen. Ja, guck mal, ja. Der macht so 100 Stunden hier bei uns oder 150 im Jahr. Ja, je nachdem, wie du Lust hast, wie du ihn mitnimmst, ne? Ja. Ja, auch hier beim... 205, ne? Ja, Ventile gemacht. Getriebeöl war hier noch. Nee, war auch Karamell. Haben wir auch gewechselt. Das habt ihr auch runtergenommen. Ja. Und ja, anscheinend wichtig, das haben wir eben schon gesagt, sind einfach wirklich diese normalen Dinge. Öl. Wichtig auch immer in der Saison kontrollieren, auch wenn ihr mal einen gebrauchten Schlepper zukriegt, guckt auch ruhig mal nach. Ne? Bei den Varios wissen wir, die brauchen echt kein Öl. Ne? Guckst aber auch ein, zwei Mal im Sommer. Ja. Aber diese hier, das ist auch einfach bei dem guten luftgekühlten Deutz-Motor, wenn der ein bisschen gefordert wird, dass der auf so einen Intervall mal einen Liter Öl brauchen kann, ist völlig normal. Motoröl. Ja. Ne? Ja. Das ist normal. Das ist so. Ja. Früher hat man auch immer gesagt, wie ich so alt war wie du, Michi, das ist eigentlich gut, wenn der Motor ein bisschen Öl braucht. Aber gut. Ja. Ja, hier war eigentlich nicht viel. Getriebeöl war gut. Ventile waren auch gut. Hatten wir trotzdem eben einmal auf. Ja, unser 270V. Letztes Jahr hatten wir hier die Probleme, wenn wir damit auf die Straße gefahren sind.
dann war das irgendwie so ein bisschen, als wenn du ein paar Mischungen aushattest. Irgendwie hat der geschwommen. Ja. Und dann haben wir einen Kollegen gefragt, tja, sagt er, das ist dein Lenkorbitol. Das ist die ganze Einheit Lenkrad und das sind zwei Bauteile. Es gibt sie noch zu bestellen. Ja, nützt alles nichts. Haben Michi und ich denn gemacht, das konnten wir nur auch nicht selber einbauen, aber ihr wisst, das ist ja schon eine kleine OP, du musst alles an die Seite legen hier und dann das einbauen und jetzt liegt der ja richtig stramm, richtig ordentlich. Ja. Aber dann hat uns der nette Kollege auch erzählt, Leute, das kommt, wenn du deinen Umschutzbügel schön unten hast und steigst immer so auf. Und wenn so eine Portion wie ich da immer so rauf geht und zieht da mal richtig schön dran, dann kannst du sowas, auf Deutsch gesagt, kaputt machen. Na? Und wir haben ja auch immer die Bügel oben, auch wenn wir so Flugzeugschlepper, und dann gehst du so. Ja, wir gehen immer so auf. Festig. Wir haben ihn ja 2011 dazu gekriegt. Ne? Nur mal als Tipp, ne? Falls ihr das mal seht, der Altenteiler oder irgendeiner, der dreht dich durch, steig auf, du. Ne? Kostet denn drei Scheine? Drei, ja, da, ja. Da war auch nichts. Da setzt du dich erstmal hin. Ja, da denkst du auch, sag mal, Mensch, du. Ja, und der Bursche, der hat 4000 Stunden, ne? Ja. Ja, aber sonst wähle ich ein schöner ja. Kamerad. Echt schöner Träger. Ja, hier ist so vieles vereinfacht. Da machst du hinten dein Blech hochklappen. Da kannst du mal eben nach Getriebeöl gucken bei diesen Modellen. Na, da ist auch ein schöner langer Schwanz in, wenn ihr den rauszieht. Und ja. Und sonst haben wir das eigentlich schon mal gesagt, dass du diese Dosen ab und zu mal ein bisschen schön benutzen soll. Ja, nein, wirklich. Man sagt da auch zu Mutter- und Vaterteil. Der muss ab und zu mal rein. Beim Vario ganz schlimm. Ja. Also da musste bei unserem Schmatten, der hat jetzt 1700 Stunden, da mussten zwei Dosen neu. Ja, auf Deutsch gesagt, das muss benutzt werden. Ja. Das. Die war fest. Die war fest. Ja. Ja, wie gesagt, das ist. Ja, jetzt haben wir da erstmal Ruhe, ein paar Sachen, Kleinigkeiten hatten wir noch, die noch gemacht werden mussten. Ja, auch so eine Kleinigkeiten, Leute, wenn denn bei der Ernte, dann geht mal so ein Spiegel kaputt. Dann sagen sich viele, da ist ein Riss in und alles und ach Scheiße, brauchen wir. Mach da einen neuen Spiegel ran. Es ist doch, wenn du einen Flugzeugschlepper fährst. Ja. Ich mag das gerne, dass ich da das eben sehen kann. Muss ja. Auch einfach. Ja. Licht auch kontrolliert. Dann hast du eine Fallebbelkiste, die verlierst du mal oder eine leere oder du siehst das gleich, ne? Ja. Das ist einfach so. Ja. Nein. Aber ich habe mich echt gewundert, dass heute Morgen der Porsche angesprungen ist. Na? Ich wollte ihn ja auch gerne mithaben, ne? Also, ja, Baujahr 1960, das 7 Grad minus, so viel zur Kompression. Er hält die Backen noch zusammen. Ja. So, dann würde ich sagen, Leute. Der Porsche. Ja. Was? Den haben wir natürlich jetzt nicht selber gemacht. Der ist eben in den Werft gekommen, ne? Unser. Wo die Vorderachsfederung und die Vorderachse sind da neu gelagert. Bei diesen Kameraden. Ja, beim Schwatten haben wir das auch gemacht. Da haben wir den Service gemacht. Ja, ist ja eine ordentliche Werft, muss man wirklich sagen. Wir sind da sehr zufrieden mit. Und ja, die beiden Varios sind da eben gewesen zum Service. Die haben jetzt auch so ein anderes, wie heißt das noch? Low Ash. Ja. Motorenöl. Hört sich ja geil an, ne? Low Ash. Was fährst du, Low Ash? Na, gut. Ja, da muss man sich ja auch wirklich, das wollten wir auch gerne mal ein bisschen nachgeguckt haben. Ja, ich denke mal, das ist da auch drauf, wir müssen uns noch mehr, denn, dass man den eben aushebt. Das ist immer so. Ja, das wollte ich gerade sagen, Michi. Hau da mal eben Fett rein. Also das ist ja bei jedem Schlepper so, ne? Einen Gabelstapler haben die meisten Berufskollegen auf dem Hof. Und wenn du die Vorderachse mal abschmierst, egal ob das ein Vario ist oder sowas, bei der Vorderachsfederung ja noch mehr, entlasse ihn vorne. Schmier ihn dann. Sonst drückst du das da alles auseinander. Ja, sonst drückst du das auseinander. Und zu viel des Guten ist auch scheiße. Ja. Also wenn man meint, man muss nun jede Woche schmieren. Das ist so. Nee. Na. Weil das ist ja schon, man denkt echt, das ist ja verdammt früh. 1700 Stunden und das muss da vorne alles neu. Das hast du ja auch nicht mal eben für 500 Euro fertig, ne? Nee, für ein Appel und ein Ei hast du es auch nicht. Das ist so. Aber andersrum, ich freue mich, der Schlepper, wo wir jetzt hier vorstehen, der wird dieses Jahr 10 Jahre alt im Dezember.
Und ich möchte ihn auch keinen Tag missen. Nein. Vario ist was Schönes auf dem Hof, macht Spaß damit zu fahren. Und ich traue ihm noch viele Jahre zu. Und das ist mit jedem Schlepper so. Guckt euch die ganzen Oldtimer an, die alle ein bisschen gehegt und gepflegt werden. Die Dinger, die können auch alt werden. Die können auch alt werden. Siehst du auch bei den ganzen Kameraden. Ne? Ja, dann hast du mal ein bisschen Reparaturstau oder ist da mal was. Aber wenn das so ein bisschen... Du willst ja auch die Zuverlässigkeit haben, ne? Dass das auch funktioniert. Ne? Ja, wir können noch mal eben rübergehen. Da steht der Schwaddel schon mit seinem Häcksler. Ja, gucken wir noch mal eben. Mal eben angucken. Gucken wir uns noch mal an. Ne? Lumber-Control. Der brennt noch hier. Der brennt noch. Ja, mach mal Licht an. Hier ist der Schwaddel. Hier war ich gestern noch bei, oben. Ich hatte nämlich ein bisschen, war ein bisschen blöd. Die Antenne war auf Dauer Plus und die hat ja einen Verstärker drin und hat also immer Strom gezogen. So viel, dass er nicht mehr angesprungen ist. Und dann habe ich mal eben, das war das Gute, das hat mir mein Kumpel gezeigt, wie ich die weiße Mütze abbaue. Und ich habe das damals ja eingebaut und da wusste ich das noch nicht, dass man die so leicht runternehmen kann. Und dann fummelst du hier einen ab, da oben ist so wenig Platz und ja, gestern war das schön. Habe ich mir ein paar mal eben zusammen, hier rundherum die Schrauben lose, hier hinten muss noch ein paar lose machen. Dann nimmst du die hoch, habe ich auch ein Bild von. Und dann kannst du so schön das Radio einbauen. Aber das ging ja wirklich super, ne? Ja. Also wir haben ja beim 2.8er Schaltgetriebe das auch komplett abgenommen. Ja. Also wirklich. Und du kommst hier die Zugänglichkeit und alles. Das, also ich hätte gedacht, das ist ein größerer Eingriff. Nee, das ist auch wirklich durchdacht. Da merkt man wieder... Ja, ist Fettkabine, ne? Ja. Ja, Mensch, ja, dieser hat auch den Service gekriegt. Ja, und hier hatten wir ja, muss man ja sagen, ein bisschen Pech mit. Wie wir am Land vorbereiten waren, da ist uns der Diesel ausgegangen. Und da hatten wir ja vom Sommer immer stehen geblieben, 220 Liter Kanister. Die genauso aussehen wie die anderen. Die genauso aussehen wie die anderen, wo ich sagte zu Michi beim Kaffee, Mensch du, ich war mit dem Schwatten hier mit dem Planierschild unterwegs. Mensch du, ich hab nur noch zwei rote Balken, du, ich hab da aber noch was stehen, ich kipp das da rein. Ja, ja, und das, hättest du zu mir gesagt, wo du die stehen hättest, dann hätte ich dir gesagt, dass das die sind vom 204. Heute sagen wir beide, sowas gibt's nicht, das kommt gleich in Altöl rein. Das war Hydrauliköl und Diesel zusammen. Dass das ein Motor, der mit über 1000 Bar einspritzt, eine Direkteinspritzung hat, dass die Injektordüsen das nicht haben mögen. Wenn mir das vor... Das aber ist unser Glück war noch, dass das Hydrauliköl war, sofern hat er noch geschmiert und die ganze Pumpe und das war nicht im Arsch. Ne? Das war ja noch gut. Ja, aber der, also, wie ich denn fertig war, der hörte sich so komisch an, wie so ein, ja, ich hätte bald gesagt, fast wie der Porsche, ne? So bup, 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 bup nur noch. Dennoch Planierschild eben abgebaut, hier eine Scheune reingestellt und dann ausgemacht. Mit Michi nachher nochmal versucht anzumachen. Ja, den Diesel natürlich abgepumpt, ne? Ganz klar. Ja, und dann brauchten wir einen richtigen Doktor dafür. Bei der guten Werft angerufen, Thorsten kam raus. Ja, sagt er, der muss ins Krankenhaus, Herr Träger, ne? Das nützt nix. Ja, und dann mussten, ist ja ein Dreizylinder-Siso. Wir haben alle drei Injektordüsen neu gekriegt, die den Diesel einspritzen. Wir haben Glück gehabt, dass die Einspritzpumpe heile geblieben ist. Aber das machst du ja auch nicht mal eben. Das ist ja nicht mal eben. Das, nee, das war dieses Jahr schon ganz schön, was da reingegangen ist in den Jahren. Deswegen, Leute, wenn ihr mal so Restbestände habt oder alte Dieselfässer oder sowas, packt den Scheiß weg, macht das nicht. Auch wenn man eine Feldbetankung macht vor der Beregnung und so, guckt immer, was da drin ist. Das hat echt Lehrgeld gegeben. Aber das ist einfach so, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Wir machen alle Fehler. Und jetzt ist er jedenfalls wieder Skier. Und jetzt soll er ein bisschen hacken. Hier hinten unser Fendtgewicht, 400 Kilo. Zur Entlastung der Vorderachse ein bisschen. Das merkst du auch. Schön. Das ist schön. Und haben wir schön den handlich, ne? Nicht so breites Ding da hinten. Ja, hast du den Betonklotz da, in dem wir sonst zwei Frontlader rein haben, der ist zu schwer. Das ist wieder zu doll. Nee, der wiegt ja fast eine Tonne. Das ist zu doll. Ja, und dies vorne häckseln, das ist ja wirklich, das ist schön, ist das. Ja. Und was ich auch toll finde, dass das auch der Träger machen kann, wo du auch warm sitzt. Wenn du jetzt heute Nachmittag nochmal losfährst und häckselst nochmal ein paar Gassen, Das war wie Urlaub damit los. Das macht Spaß, gerade jetzt auch mit dem Soundsystem da in. Ich habe das ja gestern noch hier alles fertig gemacht. Ja. So herrlich.
Einfach ja, schön. Wir haben jetzt ja, was haben wir, kleine, was wollte ich, du, ich wollte eben noch sagen, wir haben uns jetzt hier mal die Strahler gegönnt. Sie sollen noch ein bisschen dichter sein, sie haben auch mehr Licht. Also wie ich das erste Mal da reingeguckt habe, da habe ich gedacht, jetzt kann ich gleich gar nichts mehr sehen. Das ist schon eine Nummer, ne? Ja, da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Diese beiden Strahler, die liegen fast bei 200 Euro. Da fragst du dich ja auch, wo ist das jetzt hier im Plastik verbaut? Ja. Und jetzt sind wir in der kleinen Zeitblase, muss man sagen. Jetzt seht ihr den Träger noch nicht fertig. Dieses Video kommt aber erst später, wo der eigentlich schon fertig ist. Da habt ihr ihn schon fertig gesehen. Hier sind jetzt Strahler dran, weil wir das einfach mal ausprobieren wollten. Hier sind 4 Strahler dran in LED für 30 Euro, die wirklich jetzt nicht wesentlich dunkler sind. Ne? Also das ist ja den Unterschied zu den normalen Standardlampen, die waren ja total vergammelt. Ist das schon echt herrlich. Ja, auf jeden Fall. Du, da wollen wir euch mal auf dem Laufenden halten, wie das so... Lass dir mal eine Saison das so, ne? Und wenn der Strahler jetzt, 4 Strahler, 30 Euro, da kostet ja einer nicht mal 10, wenn der jetzt nach 3 Jahren kaputt ist... Ja, dann machst du in der Winterruhe, dann bau doch mal neue an wieder, ne? Fertig. Das ist einfach toll. Ja, was eben Spaß gemacht hat, alles mal selber nachzugucken. Man wird ja auch nicht blöder dabei. Michi hat auch ein sehr schönes Händchen für, sich da einzudenken. Auch jetzt, was du schon sagtest mit dem Radio, Mann, der muss doch irgendwo Strom ziehen. Auf einmal war die Batterie schon ein bisschen leerer. Ja. Und wo ist der Fehler? Da musst du ja ins Eingemachte, ne? Wo zieht der Strom? Genau, das ist das. Aber du musst ja auch manches selber machen, sonst ist das ist ja immer so, dass der Lohn ist ja so teuer, ne? Ja. Manche Sachen gehen nicht anders, die musst du in den Werfen machen. Das ist einfach klar. So. Beim neuen Schlepper, kriegst du jetzt einen neuen Schlepper, ist das ja schon vorgegeben. Die ersten 2-3 Services Minimum, die müssen da gemacht werden. Ja. Das geht nicht anders. Ja, dieser ist eigentlich soweit fertig jetzt schon. Hier liegen nur noch ein paar die Aufkleber, die Gummis für die Seitenteile. Und dann haben wir ihn bald soweit. Wir haben den in einer Woche durchgezogen. Das ging eigentlich echt schnell, ne? Ja, das ging wirklich gut. Da waren wir nicht lang bei. Ah, das muss ich auch echt sagen. Wir haben ja uns hier auch ein bisschen Farbe für besorgt. Und Michi hat jetzt die Kabine selber angeschliffen und auch lackiert. Das heißt auch mit Rostschutz und alles. Und hinten, das habt ihr ja auf den Bildern auch schon gesehen, da war ja auch, ja, ich sag mal, richtig Marderfraß. Ja. Und da musste richtig was gemacht werden. Und da ist auch erstmal Ruhe jetzt. Auch dieses Grau. Wenn ihr mal so kleine Ausbesserungsarbeiten habt, das hat dir auch sehr gut gefallen. Dose. Das ist Dose, Sprühflasche. Super. Und da muss man sich so ein bisschen da reinarbeiten, nicht gerade im Windzug und wo noch ein Sandhümpel liegt. Ja, aber hier war wirklich starker Rost. Das hat man jetzt ja auch im Video, was schon lief, gesehen. Da reden wir noch detaillierter über den ganzen Träger. Aber so Kleinigkeiten. Er hat jetzt die neuen Spiegel gekriegt, die der Vario auch dran hat, vom Design her. Neue Kotflügel. Da oben sind viele neue Schrauben in der Dachluke gekommen, die einfach durchgegammelt war. Und das bringt im Gesamtpaket schon an der Optik für wenig Geld, also das ist ja wirklich nicht viel Geld, was man in der Hand nimmt, schon macht schon viel aus. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch die Farbe. Wir wollten ihn ja am Anfang in Schwarz haben, aber... Aber das ist... Mal ganz ehrlich, wenn du das so machen willst wie bei dem Kameraden, der vom Werk so gemacht ist, da musst du alles zerlegen. Und wir haben auch gesagt, die Gummis hier, ich habe die jetzt mit angemalt, wenn man das auf den Bildern sieht, dies hier war ja richtig verrostet. Und wenn die Kabine mal, wenn das erforderlich ist, durch eine Reparatur hoch muss, dann kommt das Gummi mit neu und diese beiden Bleche auch. Aber wir haben sie jetzt erstmal schwarz lackiert. Aber so ist das in Ordnung, dass du da einen Stopp reingekriegt hast. Ja. Die Bleche waren nicht durch. Na. Das ist so. Ja. Aber du kannst auch mal eben auf die Felge. Die hast du jetzt ja, wir haben die Räder ja runter gehabt, die hast du leicht angeschliffen. Und dann hat Michi die wirklich mit dem Pinsel gemalt. Ich finde, das ist ein schönes. Ja, du musst immer auf achten, dass du keine Läufer kriegst. Ne? Du musst da ein bisschen bei sein. Nicht, dass du da denn so eine Läuferparade hast. Ja. Und dann sieht das auch gut aus. Ein bisschen was abkleben und dann geht das. Ja. So. Wir sind damit zufrieden, Gesamtpaket stimmt. Das muss passen, ne? Du kannst da jetzt ja auch nicht so viel reinstecken. Vielleicht kommt diese Woche noch die Haube, die haben wir jetzt zum, und die Seitenteile, die sind beim Lackierer. Ich will auch hoffen, dass er die richtige Farbe nimmt. Wir haben die ja noch rausgesucht. Naja, und das haben wir uns nicht zugetraut. Also Haube, ne? Gerade mit den Riffelchen da innen und alles, so das,
Ja, und auch jetzt die Aufkleber, wenn die da rankommen. Ja. Da fahren wir eben zum Folierer mit hin. Da kennen wir einen. Weil wenn du das selber machst, dann verkackst du das da. Dann hast du eine Blase, dann guckst du da mal auf oben. Ja, dann hängt der schief. Nee. Das muss eben einer machen, der das täglich macht. Ja. Ja, und so ein Aufkleber, der... Kostet bestimmt auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Will man vielleicht auch gar nicht wissen. Das ist so. Naja, ja, Leute, das war der kleine Einblick. Das war mal so ein Einblick. Ja. Bis denn. Bis denn.